Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Andreas Mattner, sehr geehrter Herr Otto, lieber Oberbürgermeister Thomas Geisel, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, an der einen oder anderen Fragestellung auch mitwirken zu können. Und noch größerer Dank dafür, dass Sie organisatorisch so viel Flexibilität haben, denn nicht nur in der Stadt Düsseldorf, sondern auch im Landtag und ein ehemaliger Ministerpräsident weiß das sehr genau, findet heute die Haushaltsdebatte, die Generaldebatte statt. Das, was jetzt genau parallel der Finanzminister dazu zu sagen hat, kenne ich, deswegen durfte ich gehen. Aber nachher wird es in der Tat natürlich das vornehmste Recht auch der Opposition sein, uns Dinge mit auf den Weg zu geben. Und dann werde ich auch wieder dort sein müssen, um zu lauschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es um das Thema Marke geht, will ich vielleicht beginnen damit, und Herr Mattner hat es gerade angedeutet, dass ich zwar seit jetzt 4,5 Jahren Wirtschaftsminister des größten und stärksten Landes in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich Nordrhein-Westfalen, sein darf, aber hier nicht geboren bin und bis zur Ernennung als Minister hier auch nicht gelebt habe, mit Ausnahme des Studiums, da war ich schon mal hier. Ich bin eigentlich Ostfriese, was ja schon mal eine Marke ist eigentlich. Jedenfalls können Sie damit alle was anfangen. Und ich will Ihnen gerne verraten, dass die Ostfriesenwitze alle von uns selbst erfunden wurden, um abzulenken von der Wahrheit. Ich bin also vor 4,5 Jahren hierher gezogen. Ich wohnte sehr beschaulich in einem 2.500 Einwohner-Dorf, wo auch meine Eltern nach wie vor leben, wo ich zur Schule gegangen bin, wo man eigentlich jeden kennt. Und als meine Nachbarn dann auf der Terrasse von mir erfuhren, dass ich morgen wegfahren würde und auch so schnell nicht wiederkäme, weil man mir eine Arbeit in Düsseldorf angeboten hätte, in Nordrhein-Westfalen, war das Entsetzen riesig in dieser ostfriesischen Idylle, weil die meisten meiner Nachbarn ein Bild von Nordrhein-Westfalen vor Augen hatten und im Kopf haben, das sehr nah dran ist an der Realität der ausgehenden 50er Jahre. Aber fast gar nichts mit der Realität im Jahre damals 2012 oder heute 2016 und in Zukunft zu tun hat. Deswegen ist es in der Tat sehr wichtig für ein Land, für eine Region, aber eben natürlich auch für die hier liegenden Städte an der Frage Image und Heimat, Marke zu arbeiten und sich dem zu stellen. Wenn man sich über die Frage Image Wert unterhält, dann ist, und so lange ist das ja für die meisten, wahrscheinlich auch in diesem sehr lang anhaltenden Sommer gar nicht her, ist der Urlaub oft eine gute Gelegenheit, um zu prüfen, wie ihre Stadt aufgestellt ist und welchen Imagewert sie hat. Wenn sich zwei Urlauber darüber unterhalten, wo sie denn zu Hause sind, an fremden Gestaden sich in ein solches Gespräch einlassen, dann können sie an der Reaktion des oder der anderen sehr schnell sehen, wie es um das Marketing ihrer Heimatstadt oder ihrer Heimatregion bestellt ist. Und das sollte das Beispiel mit meinen Nachbarn eben auch illustrieren. Wenn sie sagen, ich komme aus Hamburg, dann sagen sie, oh, toller Fußballverein da. Und vieles, vieles andere. Wenn jemand sagt, ich komme aus Köln, ja, dann gibt es sofort Assoziationen mit der Stadt, die alle sehr positiv besetzt sind. Insofern sehen Sie, es gibt immer Gelegenheit auch für sehr praxisnahes Marketing oder die Überprüfung eben des Erfolgs. Ich halte es für strategisch sehr wichtig, dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Städte und Landschaften stehen nämlich heute auch in einem internationalen Wettbewerb, deswegen sage ich das ja auch als Wirtschaftsminister. Also auch Standortentscheidungen werden heute in harter Standortkonkurrenz getroffen, in nationaler, häufig auch in internationaler. Und Herr Oberbürgermeister, wir sind zum Beispiel sehr dankbar, dass die Marke Düsseldorf beispielsweise in Japan einen exzellenten Ruf hat, dass die japanische Community nirgendwo so stark ausgeprägt ist wie hier in der Landeshauptstadt. Und wir ohne Rücksicht jetzt auf außenpolitische Kalamitäten ebenfalls daran arbeiten, dass auch die chinesische Community sich hier in Nordrhein-Westfalen, auch hier in Düsseldorf und in Köln besonders willkommen fühlt und eben auch internationale Unternehmen mit ihren Investitionsentscheidungen dann an uns zuerst denken. Und wenn Sie sehen, dass so ein großes Weltunternehmen wie Huawei
im Bereich der Mobilfunktechnologie und vielen anderen Dingen sehr, sehr weit vorne. Seine Europazentrale von London, schon vor einigen Jahren, noch weit vor Brexit, von London hier nach Düsseldorf verlegt hat, dann hat das etwas mit auch dieser Markenbildung der Landeshauptstadt zu tun. Es gibt alte Standortmodelle in der Regionalökonomie, die zeichnen Graphen und Grundstückspreis, Entfernung zur Autobahn, die Entfernung zwischen Anbieter und Kunden und ermitteln dann den geeigneten Standort. Sie bieten ein einfaches, vergleichendes Bewertungsmuster für vielleicht zwei konkurrierende Standorte an. Und es erscheint uns heute trivial, dass diese Betrachtungsweise natürlich viel zu kurz greift. Ein Standort muss heute attraktiv auch zum Beispiel für seine Mitarbeiter sein. Diese Attraktivität ergibt sich nicht aus einer Reihung von bestimmten Eigenschaften, sondern sie entstehen aus ganz spezifischen Konfigurationen, durch die die qualifizierten Arbeitskräfte und die sogenannten Kreativen, die unheimlich wichtig sind als quasi Hefe im Teich für die wirtschaftliche Entwicklung, einen Standort dann auch als attraktiv wahrnehmen. Wenn Sie, wie ich das gelegentlich die Gelegenheit habe, mit dem Vorstandsvorsitzenden oder früheren Vorstandsvorsitzenden, heute als Aufsichtsratsvorsitzender einer der größten Versicherungen in Deutschland sprechen, die in Dortmund beheimatet ist, dann beschreibt er genau das. Weil natürlich guckt er in der Versicherungswirtschaft gelegentlich nach tollen Leuten, die in München arbeiten, bei ebenfalls einem großen Versicherungskonzern. Und dann versucht er, die Top-Leute aus München nach Dortmund zu holen. Da sagt schon die Frau, ich fahre gar nicht erst mit. Und das sind die Herausforderungen, die nichts mit Autobahnanschluss und Grundstückspreis zu tun haben, sondern die ganz andere Faktoren ausmachen, an denen wir im Sinne einer Markenbildung arbeiten müssen. Also Ausbildungskandidaten, Fachkräfte, Unternehmen, die sollen alle für eine entsprechende Ansiedlung gewonnen werden, sich in einer Region anzusiedeln, aber eben auch als Privatperson. Und das wird nicht nur durch den angebotenen Arbeitsplatz, sondern auch durch den Wohnwert, die Freizeit, die Schulangebote bestimmt. Die weichen Standortfaktoren werden immer entscheidender. Und wir sehen gerade ganz aktuell in Berlin, welche Sogwirkung eine Stadt entfalten kann. Richard Florida, der amerikanische Ökonom, hat das beschrieben: Jobs follow people, not people follow jobs anymore. Und dafür gibt es keine einfachen Kochrezepte. Die Standardzutaten, Kita, Kino, ECE, Einkaufszentrum, Wohnen am Wasser, ja, alles sicherlich auch wichtige Faktoren, die dann gut zu vermengen, etwas warten und der Ansiedlungserfolg von Unternehmen mit jungen, gut ausgebildeten Fachkräften inklusive derer Familien im Schlepptau, so einfach ist es eben nicht. Und genau hier setzt das Standortmarketing an. Stadtmarketing kann hier ein Hebel sein, um eben auch von den von mir beschriebenen Vorurteilen etwas entgegenzusetzen. Und ich möchte vier Punkte herausheben. Erstens Regionalmarketing. Vielleicht gehören Sie ja, um bei dem Urlauberbild zu bleiben, zu den Urlaubern, die bei der stolzen Nennung Ihrer Heimatstadt nur auf leere Blicke stoßen. Vielleicht haben Sie auf Reisen auch schon erfahren, dass die Alleinstellungsmerkmale Ihrer Stadt, Zeche Zollverein, Prinzipalmarkt in Münster, Skifahren in Winterberg, im weiteren Ausland doch sehr zusammenschnurren und dann nicht mehr ganz so viel Strahlkraft haben. Und rund um den NRW-Tag ist die Frage, was denkt, den wir vor kurzem hatten, anlässlich des 70. Geburtstages hier in der Landeshauptstadt, was denkt das Ausland über NRW? Ist das ausreichend beleuchtet worden? Demnach kennen die Franzosen beispielsweise die Kaiserstadt Aachen, den Kölner Dom und den Karneval. Den Schweden fällt zum Ruhrgebiet und zum Rheinland wenig ein. Laut dieser Untersuchung verbinden sie Deutschland mit Schlagworten wie schlechter Kleidungsgeschmack, Wurst und Autobahn. Aber die Autobahn eben, um gen Süden weiterzukommen. Köln ist den Schweden allerdings noch bekannt. Das liegt daran, dass da der Sitz des schwedischen Rechnungsdienstes Klarna ist. Und deswegen kennen die das alle. Aber diese persönlichen Erfahrungen lassen sich eben auch auf Unternehmen übertragen. Auch dort treffen Unternehmer Standortentscheidungen mit hoher Standortattraktivität. Und meine Beispiele zeigen eben auch die Grenzen eines Stadtmarketings. Eine kreisangehörige Kommune im Sauerland oder auch im Ruhrgebiet kann diese Aufgabe alleine überhaupt nicht stemmen. Und deswegen liegen hier so viele Chancen, regional zu denken. Von einem regionalen Marketing profitiert die ganze Region.
Und wir sind, nehmen Sie zum Beispiel, wenn wir uns im Oktober spätestens wiedersehen auf der Expo Real in München, dann sehen Sie, dass das immer mehr verstanden wird, auch in Nordrhein-Westfalen, dass man regional stark auftreten muss, dass eben das Ruhrgebiet als eine Region dort auftritt, aber auch der Niederrhein und andere sich für einen solchen Weg entschieden haben. Ein besonders gutes Beispiel ist in Nordrhein-Westfalen Ostwestfalen-Lippe, OWL. Die haben mit It's OWL den Sprung nach vorne gemacht. OWL ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, hat mit die besten Wachstumsraten. OWL hat es geschafft, dass das Spitzencluster den Ingenieuren landesweit ein Begriff ist. Das Regionalmanagement in der Region hat die Weltmarktführer vor Ort mit ins Boot geholt. Und so ist OWL eben inzwischen auf den Messeständen, ob in München, aber auch in Hannover, wenn Sie da mal auf der Hannover-Messe sind, ja, da ist ein Gemeinschaftsstand von NRW, daneben ist ein OWL-Stand, der ist doppelt so groß. Das sind die Miles, das sind die Oetkers, das sind die Gütersloher mit Bertelsmann, die Paderborner. Die hätten das alle alleine gar nicht machen können. Machen Sie mal einen Stand für Paderborn, das wird nicht funktionieren. Aber durch dieses gemeinsame Vorangehen, durch diese gemeinsame Marke auch mit viel eigenem finanziellen Einsatz, das ist nicht nur öffentliche Förderung, sondern auch mit viel eigenem Geld, ist dieses Regionalmarketing zu einer großen Chance geworden und die haben weniger Probleme, ihre Fachkräfte dort zu halten als anderswo. Zweitens, Umdenken ist möglich. Wenn Sie mal gedanklich durchspielen, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hagen, Plettenberg, Altena, dann wird leicht erkennbar, dass nicht jede Stadt ein Image hat, das cool, urban oder hip ist. Unabhängig, ob das urbane Zentren sind oder Kleinstadt. Vielleicht gelten die Bürger einer Stadt als beharrlich oder als wortkarg. Ein U-Bahn-Bau oder eine Love Parade können auch die Wahrnehmung einer Stadt für viele, viele Jahre prägen. Und natürlich ist auch das Umgekehrte denkbar. Die Pokémon-Brücke in Düsseldorf ist vielleicht für die Vertreter der Stadt und manche im Verkehrsamt ein Ärgernis für das Image der Stadt, und der Oberbürgermeister hat das ja gerade schon erläutert, finde ich, ist sie Gold wert. Oder nehmen Sie den größten Weihnachtsbaum der Welt in Dortmund. Das sind alles so kleine, aber wichtige Elemente, die helfen. Mit geförderten Projekten ist es an vielen Orten gelungen, auch prägende Akzente zu setzen. Zeche Zollverein habe ich schon erwähnt, Phoenix Ost und West in Dortmund, Lockport in Duisburg oder auch die Xantener Südsee, den Ruhrradweg, oder eben den Aufzug zur Burg in Altena. Das sind Beispiele, dass Umdenken möglich ist. Und wir haben viele Veranstaltungen, auch mit externen Gästen, gerade auch im Ruhrgebiet. Und zwei Sätze werden Sie im Ruhrgebiet mantraartig im Zwiegespräch immer wieder hören. Der eine Satz ist, auf dem Weg vom Bahnhof habe ich schöne Häuser gesehen. Ups. Und der noch viel häufiger genannte Satz ist, ich bin überrascht, wie grün es hier ist. Wir haben gerade parallel 2.500 Menschen in Essen beim Deutschen Juristentag, der die ganze Woche tagt. Und vorgestern war ich selber mit dabei, als der Empfang am Abend über dem Ruhrmuseum im Brustpavillon stattfand. Da gucken Sie über das ganze Ruhrgebiet. Sie sehen 2-3 Schornsteine, aber ansonsten sehen Sie fast nichts außer grün. Und dann kommt immer dieser Satz, ach, das haben wir ja gar nicht gewusst. Die Wette gilt unter den einheimischen Teilnehmern, dass der Satz, ich bin überrascht, wie grün es hier ist, in einer Veranstaltung immer fällt. Es geht darum, nach wie vielen Minuten er fällt. Er ist auch nicht mehr besonders originell. Er zeigt aber, wie lange es braucht, um das Image einer Stadt oder einer Region zu verändern. Das Ruhrgebiet ist eben nicht mehr so wie vor 40 Jahren. Es hat 21 Hochschulen, es hat 250.000 Studenten. Es hat 130 außeruniversitäre Technologie- und Forschungszentren. Es hat 30 Gründerzentren. Wenn Sie Ruhrtriennale und anderes nehmen, ist das mittlerweile eine Kulturlandschaft von Rang. Das Ruhrgebiet ist inzwischen übrigens, auch das werden wir in einigen Wochen auch nochmal verdeutlichen, im Wachstum über dem Durchschnitt und nicht immer noch unter dem Durchschnitt. Wenn wir es irgendwie möglich machen, richten wir Veranstaltungen im Ruhrgebiet aus, damit der Satz, ich bin überrascht, wie grün es hier ist, beharrlich fällt, aber eben eine Veranstaltung auch Anlass sein kann, die Bilder im Kopf zu überprüfen. Viele von Ihnen haben die erfolgreiche Werbung eines Automobilherstellers Umparken im Kopf gespürt und wahrgenommen. Also Umdenken ist möglich. Die Wahrnehmung einer Stadt und einer Region ist veränderbar, nicht von heute auf morgen, aber mit
langem Atem ist das möglich. Der dritte Punkt ist Identität wahren. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Marl gewesen sind, am Rand des nördlichen Ruhrgebiets. Die Stadt Marl ist 116 Jahre lang eine Bergbaustadt gewesen. Und die ehemaligen Orte des Bergbaus sind in dieser Stadt an vielen Stellen gegenwärtig. Schlegel und Eisen sind im Wappen der Stadt und zeugen von diesem auch sehr stolzen Selbstverständnis. Ich durfte mit dabei sein, als wir am 18. Dezember 2015 erlebt haben, wie das letzte Fördergefäß nach oben gekommen ist, auf Auguste Victoria, wie die Zeche hieß. Und das war es dann mit Bergbau. Jetzt haben wir noch eine einzige Zeche im Ruhrgebiet. Prosper Haniel in Bottrop. Und auch da ist 2018 Schluss. Dann gibt es das ganze Thema gar nicht mehr. Unvorstellbar gewesen. Aber wenn es darum geht, Identität zu wahren, dann muss man eben sehr frühzeitig sehen, dass dort neue Arbeitsplätze entstehen können. Und deswegen heißt das Gebiet, auf dem dort jetzt entwickelt wird, sehr frühzeitig mit Planungen und Gutachten schon vorangetrieben, auch mit unserer Unterstützung. Das heißt dann eben die neue Victoria als Industriefläche. Und Marl hat sich mittlerweile einen Namen als Chemiestandort gemacht. Im Juli hat mit der Metro AG ein internationaler Player verkündet, dass hier eines der größten Logistik- und Handelsstandorte in Europa entstehen wird. Der silberne Hammer und der Schlegel im Wappen bleiben. Die prägende Stadtgeschichte ist unverwechselbar und prägt auch die Identität der Bürger. Es ist ein Bestandteil für erfolgreiches Stadtmarketing. Aber es geht eben auch darum, mehr zu geben als die Erinnerung an das, was war, sondern Platz zu machen für das Neue, ohne die Vergangenheit zu negieren oder diese Identität eben in Abrede zu stellen. Der vierte Punkt ist, jeder ist Stadtmarketing. Stadt- und Regionalmarketing findet eben nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit der Städte und Regionen statt. Jeder ist das. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie seine Fensterbänke bepflanzen muss oder Stadt- und Regionalmarketing sich darauf beschränken sollte, nach dem Motto, unser Dorf soll schöner werden. Das ist damit gar nicht gemeint. Aber es lebt auch von der Haltung gegenüber Gästen in einer Stadt. Unternehmensvertretern, Messebesuchern, Besuchern von Weihnachtsmärkten, Einkaufsmeilen, Fußballfans, Touristen, die auf der Suche nach der längsten Theke oder eben auch nach nur einem Pokémon sind. Wenn zu Messezeiten am Bahnhof alle Leitsysteme der Bahn die Messebesucher wie auf Schienen auf den richtigen U-Bahnsteig führen, dort fünf Ordner mit gelben Westen stehen, die am Bahnsteig Messe schreiben, auf dem Bahnsteig nochmal fünfmal Messe geschrieben ist und die einfahrende Bahn vorne und an der Seite Messe draufstehen hat. Und im Zug fragt sie einer, ob das der Zug zur Messe ist. Dann sind sie Teil des Stadtmarketings, je nachdem, wie sie reagieren. Und wenn Sie am Wochenende von Eltern von 10- bis 12-Jährigen in der Innenstadt von Düsseldorf angesprochen werden, die fragen, wo ist denn nun die Pokémon-Brücke, dann verzichten Sie auf die Bemerkung zum Verkehrsfluss, der wegen der Pokémon-Jagd auf der Brücke zum Erliegen kommt, dann zeigen Sie ihm den Weg und helfen ihm, diese Brücke zu finden. Auch das ist Teil von Umgang mit Gästen und Teil von Stadtmarketing. Also Stadtmarketing macht jeder. Mit diesen vier Punkten wollte ich Ihnen sagen, dass wir das für kein Nebenher-Thema halten, sondern dass wir auch mit unserer Gesellschaft NRW Invest, die sich um Standortmarketing im ganz klassischen Sinne auch kümmert, an solchen Fragen arbeiten, dass wir vor allen Dingen etwas begonnen haben, was auch erst gelernt werden musste innerhalb einer Landesregierung. Wir haben die Ressortgrenzen mal beiseite gelassen und haben gesagt, was können wir eigentlich für Quartiersentwicklung und für Regionalentwicklung tun, ohne jetzt zu gucken, welches Referat in welchem Ministerium zuständig ist. Ein Leitbegriff dafür ist Heimat. Und wir arbeiten mit dem Städtebauförderungs- und Verkehrsminister, mit der Wissenschaftsministerin, mit der Gesundheitsministerin, mit dem Sozialminister und eben auch mit mir gemeinsam an diesen Projekten, die wir dafür unterstützen wollen. Da können wir eine ganze Menge bewegen, aber auch das alleine reicht noch nicht. Und deswegen bin ich der Stiftung so dankbar, und komme dann abschließend noch einmal auf Gelsenkirchen, Ihre Heimatstadt, Dr. Mattner, zu sprechen. Gelsenkirchen ist nämlich auch eine ganz besondere Herausforderung, wenn Sie über Image und Marketing reden. Klar, Schalke, kennen Sie alle. Aber es ist eben wahrscheinlich kein Zufall,
dass keiner der Spieler wirklich in Gelsenkirchen wohnt. Das hat vielleicht etwas mit der Situation und der großen Herausforderung in dieser Stadt auch zu tun. Die wohnen alle hier bei Herrn Geisel. Er würde sich freuen, wenn die bei Fortuna spielen würden, aber das reicht nicht. Dafür reicht es nicht. Nein, aber in Gelsenkirchen etwas zu tun, um auch einen Wandel, eine Attraktivitätssteigerung hinzukriegen, das braucht ganz viele kleine Bausteine. Das ist nicht einmal Schnipp und dann haben alle etwas verändert, sondern auch da geht es ähnlich wie in Mal, aufbauend auf der Tradition hineinzugehen in andere neue Zeiten und da direkt auch zu beginnen bei denen, die all diese Vorurteile, die man über das Ruhrgebiet oder Gelsenkirchen vielleicht im Kopf hat, als Erwachsener noch gar nicht haben. Also bei den Jüngsten, die dort aufwachsen, zu beginnen. Und dafür ist das Projekt, was Sie ermöglicht haben, was die Stiftung ermöglicht hat, auf der Fläche von Hugo, nicht Auguste Victoria, sondern auf der Fläche von Hugo, mit dem Biomassepark, mit dem Lehrpfad für die Kleinsten, die auch an dem Tag, als wir es ins Werk gesetzt haben, alle mit da waren, trotz des Regens sich nicht haben stoppen lassen, um die ersten Dinge zu erfahren. Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie man mit Unterstützung dieser Stiftung Dinge zum Positiven verändern kann. Ich sage nochmal, es ist kein Sprint. Es ist alles eher Marathon. Aber wenn man sich solchen Aufgaben verschreibt, dann weiß man von Anfang an, dass man einen langen Atem dafür haben muss. Den haben wir hier in der Landesregierung, den hat die Stadt Düsseldorf, den haben aber insbesondere auch die Menschen im Ruhrgebiet, weil sie mit Wandel umzugehen wissen und die Herausforderungen anpacken. Ganz herzlichen Dank noch einmal dafür, dass Sie sich hier in Düsseldorf mit dieser so spannenden Frage als Stiftung auseinandersetzen. Und ich bin gespannt, was die Opposition im Landtag sonst noch so zu sagen hat im Laufe des Tages. Das wird sicherlich nicht nahezu auch nur so erfreulich wie die Arbeit in der Stiftung Lebendige Stadt. Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie in Düsseldorf sind und weiter viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank.